So, willkommen bei Chucky Baby und eine Mission ist gerade vorbei. Ich glaube, ich habe es endlich geschafft, einen Kompromiss zu finden, dass hier überall genug Action ist. Wenn es noch nicht ganz so läuft, wie ich denke, die Gruppen sind zwar alle wieder relativ kleiner, das heißt, eigentlich gibt es auch Achtergruppen, aber es gibt auch Zweier, Einer, Dreier, Fünfer. Ist ja auch so gedacht. Ich habe die Ratten wieder ein bisschen zurückgenommen, die waren mir dann doch teilweise zu viel. Ich glaube auch, dass die Anzahl der Bots, also der Stalker und so, weggenommen haben. Da kommt schon ein Gigant. Hallo, mein Freund. Ich hoffe, es geht hier gleich ein bisschen ab, damit ihr seht, dass hier Feuer ist, Action ist, nicht nur hier, auch überall auf der Map. Aber ich kann jetzt nicht überall mit euch auf der Map rumlaufen, weil das sprengt die Länge des Videos. Allerdings könnten wir doch mal ein bisschen rumlaufen, vielleicht da hoch und dann wieder runter. Könnten wir machen. Ja, weil die erstmal spawnen müssen. Da ist der Gigant. Ja, hallo, geht schon. Wir wollen nichts von dir und du willst nichts von uns. Du hässliches Viech, du. Ja, ja. Ja. Hallo. Komm mal. Wieder rennen. So, ihr seht, geht schon gut ab. Auch mit der Framezahl hier wieder. Ach, Kätzchen. All die spawnen. Hallo. Ich bin zu schnell unterwegs. Wenn ich das spawnen so gut. Hallo. So, ob wir jetzt Militär wiedersehen, weiß ich nicht. Da ist auch was. Hunde jagen. Und die jagen Wildschwein. Ui, was war das denn für ein Flug? Richtig geiler Flug. Es gibt noch mehr Banditen. Also ihr seht, es reichlich hier los. Militär ist auch da. Ab und an sind auch... Das sind aber Stalkers, ne? Nee, das ist Militär. Da habt ihr euer Militär. Ab und zu sind auch Monolithen da, die nicht nur rumstehen, sondern auch rumlaufen und fighten. Das ist tatsächlich Militär da. Okay. Konnte ich wenigstens zeigen, dass Militär vorhanden ist. Passt. Nicht so zahlreich, aber hin und wieder kommen sie und patrouillieren und schießen auf alles, was sich bewegt. Militär will ja dafür sorgen, dass die Zone gesperrt ist für sämtliche Leute. Ich bin zu schnell, ich weiß, deswegen hakt sie hier laufend. Ich merke das schon. Ist natürlich jetzt auch leider viel los hier, sehr viel los. Wenn dann irgendwo noch eine Gruppe spawnt und so. Also ihr seht, es ist reichlich Futter da für Action, für Spannung, Spaß und Spiel. So, ich könnte jetzt noch ein bisschen auf der Map rumlaufen, finde die aber gar nicht so interessant, obwohl auch hier überall Action ist, egal wo du hingehst, es ist immer irgendwo hier was los. Das betrifft natürlich auch die anderen Maps, das wollte ich euch aber auch zeigen. Und weil das Video nicht so über Länge nehmen soll, zeige ich euch das. Kalter Kaffee. Und ich möchte jetzt trotz alledem, eigentlich macht man das nicht, aber... Na gut. Ja, komm, offen. Banditen sind hier, okay. Auch mal wieder was Neues. Hallo. Ja, ja, hallo, du mich auch. So, hier ist ja so nix, aber wir gehen jetzt da, wo immer was sein kann. Das ist einmal da hinten. Das ist auch einmal hier. Was ist da? Was haben wir da? Zombie? Ein Zombie-Stalker, okay. Aber ich höre mehrere Piepen. Da ist auch noch ein Zombie-Stalker, okay. Immer noch keine wirkliche Action. Da ist Action. Bloodsucker gegen. Call of Duty. Also Duty. Duties. Ah.
Buzzer. Buzzer. Hey, war ich noch? Buzzer. Ist er das? Hallo. Naja, dann seht ihr das wenigstens auch noch. Scheiß Blatter. Ja, gut gemacht. Ey. Das hast du gut gemacht. Na komm. Wo bist du? Komm. Hol dir deine Dröhnung ab. Kleine Bleivergiftung. Aber einmal habe ich ihn getroffen. Was? Was? Achso. Wieso kämpft ihr gegen die Stalker? Was haben die euch getan? Hallo? Das habe ich aber nicht. Haben die euch aus Versehen getroffen oder was? Verstehe ich nicht. Normalerweise kämpfen die nicht gegen die Stalker. Müssen die die angeschossen haben oder so? Oder sind das keine Stalkers, doch? Wenn ich die anschießen würde und ich würde das alles normal stellen, würden die mich auch angreifen. Wo ist denn das Mistviech? Da. Wieder getroffen. Ja? Andere Kugel. Andere Kugel. Andere Kugel. Hallo? Was ist mit meiner Tastatur los? Ach, ich habe gar keine andere. Ja, dann geht's nicht. Oh, hat er mich schon wieder. Komm, schieß, 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 schieß. Ich meine, mir kann nichts passieren. Aber. Trotzdem. Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Wo ist er? Wo ist er? Oh, jetzt habe ich den getroffen. Das macht. Oh. Das macht er gar nicht. Nee. Ist noch nicht mein Freund. Komm. Mann. Spring die Zeit, ich muss weiter. Ah, man hat schon schwer mit denen. Hier ist noch ein Versteck, aber das sind alles Sachen, die sollt ihr selber rausfinden. Singleplayer-Modus findet man das eine oder andere sowieso. Hallo, ich will dahin, wo die Action ist, Kollegen. Wo die Action ist, wo die Action ist. So, lalala. Ich glaube, man sieht mich überhaupt. Das Gefühl, das scheint irgendwie daneben. Egal. Was ist hier los? Hier ist Action. Die Waffe will ich gar nicht, die mag ich auch. Ja, meine G. Gib mir meine G36. Zack, zack. Wer kämpft hier mit wem und warum? Zombies oder was? So, okay. Da hinten gegen den. Gegen wen kämpft der denn? Gegen Militär. Gegen Militär, glaube ich, weil der hat. Ja, komm doch mal da raus, Alter. Alter, komm raus. Ja. Toll. Ich denke mal, dass das Militär war. Weil der hatte keinen Helm auf und das ist eigentlich. Oder ein Zombie. Ist natürlich auch möglich, dass es ein Zombie war. Ja, da Lichter. Wer ist das? Zombie? Nee. Bandito. So habe ich jetzt gedacht, Militär. Und nur Banditen, ihr habt ja alle nur verletzt. Letztlich stehen die wieder auf. Auch Bandito, ja, kein Militär, gut. Okay, noch kein Militär. Ja, wir müssen eine Schnellreise machen. Das Video wird zu lang. Ja, gehen wir zurück, reisen zur nächsten Map. Was? Wer schreit da? Ja, was ist da, warum? Ja. Duties, hier wieder, Duties. Zack, zack. Ja, gut.
nicht so die Action wieder zeigen, die ich zeigen wollte, aber das ist ja je nachdem, wie man auf die Map geht, manchmal ist halt viel mehr los, manchmal ist weniger los, manchmal ist in der Nacht mehr los, manchmal am Tage. Das ist ja das, was Stalker eigentlich auch ausmacht. Haben wir noch was? Kommt. Vielleicht mal noch ein bisschen was. Die Map nicht so verlassen hier. Ja, sind Zombies, aber andere diesmal. Was haben wir da? Ein Bandito? Oh, Banditen. Was habt ihr vor? Was habt ihr vor? Da liegt. Da liegt keiner. Der muss da unten. Okay. Okay, auf jeden Fall, es ist was los. Jetzt nicht. Ich renne nochmal schnell dahin in der Hoffnung. Ja, ja, komm. Ja, da ist was los. Guckt. Also es ist überall was los. Ich will euch das ja nur zeigen, dass überall was los ist. Auch, Frame-Teil-Einbruch. Auch hier Zombies, wollte ich gerade sagen, gegen Zombies. Auch hier Tiere gegen Tiere. Ja, 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 ja. Hallo. Das ist, weil ich hüpfe. Weil ich mich schnell fortbewege, stottert das natürlich dann alles. Dann muss der Computer erstmal alles nachberechnen. Und meine Festplatte ist, glaube ich, noch der Flaschenhals. Das ist halt noch eine sehr alte. Wenn das eine schnelle wäre, dann würde das auch wahrscheinlich so gar nicht passieren. Es reicht jetzt. Ja, ja, halt die Backe. Also ihr habt es gesehen. Alles jeder gegen jeden quasi, zack, zack. Okay, nächste Map. Da werden mehr Schießereien dann sein. Ja, kommen wir auf. Zack. Jungs, grüß euch. Wo bist du? Hey, Bruder. Hey, Stalker. Wie geht's? Gemacht, so, geht gut. So, und da sind wir auch schon. Im nächsten Teil. So, ja, was will ich hier drin? Gar nichts. Hallo, raus. Wir wollen dahin, wo die Action ist. Und da hören wir auch schon was. Was auch immer da sein wird. Ah, ein Blattzacker. Ja, ja, komm. Und was haben wir noch? Wir haben hier. Ach! Die sind im Gebäude. Warte mal, die sind im Gebäude drin. Wer ist denn da drin? Da wollte der Blattzacker nämlich gerade rein. Wer ist denn da drinnen, bitte? Hallo? Wo seid ihr? Aha. Stalkers. Und das sind 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ihr werdet jetzt gleich gegen den Blattzacker ein bisschen kämpfen, bitte. Wir wollen nämlich Action haben. Ihr seht, die spawnen hier, spawnen da. Das ist schon mal gut. Weißrauchen ist ungesund, tun nur dumme Leute und uncoole Leute vor allen Dingen. Und wo ist der? Oh, das ist noch eine Truppe. Also ihr seht, das ist was los. Wer ist das? Auch Stalker ist nämlich mal an, sonst hätten die anderen schon längst schon nicht das Feuer eröffnet. Ja. Auch Stalker, ihr seid alle in Aufruhr. Ihr steht jetzt ein bisschen blöd da. Ich weiß nur nicht warum. In der Toilette wollte ich gar nicht. Ist doch gar nichts los. Wieso seid ihr so in Aufruhr, in Panik? Bin ich schon wieder auf den Toiletten, also ist davon nicht wahr. Machen wir es eben anders. Hier ist echt nichts los. Okay, warum auch immer die da irgendwie in Aufruhr sind. Oh, da komme ich nicht hoch. Das kann natürlich auch nur wegen dem Blattzacker sein. Ja, jetzt ist der Hubschrauber. Und dann. Hi, Baby. Willst du sterben? Halt! Ich muss dir erstmal was aus der Hand legen. Da sind wieder die Stalkers. Okay, haben wir jetzt keine Zeit. Holla, da geht's ab. Gehen wir da zuerst hin? Na? Schon vorbei? Nein! Da, schon Leichen hier irgendwo.
seid ihr? Da seid ihr an der Schule. Hallo? Da bist du. Ah! Ihr seid sogar hier diesmal gespawnt. Okay. Und ihr kämpft jetzt Söldner gegen. Söldner gegen. Mein Lichter, Mann. Gegen. Stalker. Okay, hier ist Action, wie ihr seht. Okay, passt. Ich gehe jetzt mal zu dem anderen Ort. Die meiste Action meistens ist. Das ist hier. Hier versammelt sich wieder alles. Hier dürfte auch mal das Militär sein. Ja, das ist das Video hinter mir. Wieder so rumgerollt. Hier ist schon Militär. Da. Militär. Und da ist nochmal Militär. Militär. Und der hat gerade hier Schiss gekriegt. Vor den Ratten. Die Ratten plötzlich natürlich hinter mir her. Warum die hinter dem Spieler mehr hinterher sind, finde ich eigentlich schlecht programmiert. Das sollte sich eigentlich aufteilen. So, hier ist die meiste Action. Das dürfen wieder Söldner sein. Nee, das sind Stalker, oder? Oder Söldner doch. Söldner. Das sind Söldner. Und was haben wir noch? Hallo. Was haben wir noch hier? Ein bisschen müde Augen. Ich bin da schon wieder seit 2.30 Uhr morgens wach. Und jetzt ist es, ich weiß es gar nicht, jetzt ist es 10 Uhr oder so. Oh. Wenn ich Zeit zum Brötchen holen oder so. So, wen haben wir? Hier hat eine Stadt, ja, diesmal war. Ohne mein Zutun, Kampf stattgefunden gegen Zombie Stalker, Elite und Advanced, Fortgeschrittene. So. Also ihr seht, das ist was los hier. Dann gehe ich nochmal dahin. Mal sehen, wer diesmal da im Haus gespawnt hat. Sind das. Schon wieder aus. Okay. Brauchen wir nicht den Dreck. So. Wer hat hier gespawnt? Ist hier überhaupt jemand? Ja. Ah, Monolithen sind hier und die bewegen sich auf die Monolithen, wie ihr seht. Die kämpfen wahrscheinlich jetzt gegen die Armee oder. Der ist da hinten gespawnt. Also hier spawnen immer verschiedene. Das habe ich so gemacht. Ja, das war vorher nicht so. Das ist auch gut so. Da spawnen mal Monolithen, mal Söldner, mal. Das waren da. Armee war da. Hier ist die Armee diesmal. Diesmal ist die Armee hier. Armee ist auch vorhanden. Ihr seht. Action pur. Damit schließe ich das Video. Damit habe ich mein Ziel soweit vorerst erreicht. Ich bin zwar noch nicht ganz zufrieden. Es gibt noch so einige kleine, minimale Veränderungen, die ich gerne hätte. Ob ich die hinkriege, ist eine andere Sache. Kann wieder alles schief gehen und dann ist plötzlich wieder alles kaputt. Aber das werde ich ändern, indem ich diesmal die ganzen Dateien, also den ganzen Ordner, kopiere und absichere und dann ist es egal, wenn mir ein Fehler unterläuft und es läuft wieder nicht so, wie ich mir das denke. Und ja, wer Interesse hat auf ein bisschen mehr Action statt auf Wozi, Wozi ist für mich noch nicht ausgereift und noch nicht fertig und Daisy, nett, aber lieber zu zweit bis zu vier Spieler oder zu dritt. Macht es einfach mehr Spaß online als alleine. Ich habe ja beides gespielt. Und Wozi ist im Moment etwas schlechter als vorher geworden. Jetzt ist es ist halt noch nicht ausgereift und es scheint sich zu bestätigen, dass es langsam zu einem Win-to-Play, also Pay, Win-to-Pay, Pay-to-Win, Pay-to-Win-Spiel entfaltet. Das heißt, ich habe ja die Vollversion gekauft. Also die Beta-Vollversion und es scheint so zu sein, wer ein bisschen mehr Geld ausgibt,
kriegt auch bessere Waffen gleich und dies und das und so. Und solche Spiele mag ich nicht. Also ich dachte, das wird ein richtig geiles Spiel mal online, so ein MMORG Mob Zombie-Spiel irgendwie so. MMO meine ich. Und läuft im Moment in die verkehrte Richtung. Kann man nur hoffen, dass es vielleicht nochmal sich ein bisschen dreht. Dann zocke ich das gerne nochmal und stelle das auch dann hier nochmal vor. Ah, keine Kugel mehr. Nachladen. Wo seid ihr? Ja, damit beende ich erstmal das Video. Also solche Action gibt es auch in der ersten Map, auch wenn ich sie euch nicht zeigen konnte. Und in der mittleren bei Jupiter auch. Aber das würde jetzt die Videolänge wieder sprengen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für euer Interesse. Wenn ihr Lust habt, als Alternative und alleine zu zocken. Es gibt ja leider kein Koop hierfür. Schade eigentlich. Stalker 2, ob das jemals auf den Markt kommt, weiß noch kein Mensch. Es ist zu hoffen. Also irgendwas kommt da. Es ist zu hoffen. Hauptsache, es dauert nicht so lange wie der erste Stalker, der hat ja 7 Jahre gedauert, da war es ja auch immer die Frage, ob das jemals rauskommt. Das ist momentan bei Stalker 2 so, ob das jemals rauskommt. Ja, mit diesem Lied verabschieden wir uns und ja, holt euch das Spiel, ladet euch das Add-on runter, das ist schon gut, um den Singleplayer-Modus zu spielen, aber falls ihr doch ein bisschen mehr Action wollt, auch für den Singleplayer-Modus, schreibt mich an über YouTube oder Facebook oder was weiß ich. Ich schicke euch gerne die Dateien irgendwie. Also ins Netz kann ich die irgendwo nicht stellen, bereitstellen. Kenne ich mich da nicht so aus. Und, ich schicke sie euch sonst per E-Mail. Ja, da steht dann auch eine Anweisung drin, was ihr dann, nachdem ihr das Add-on ordentlich installiert habt, beziehungsweise in den Ordner reingepackt habt, da gibt es eine Anleitung für das Add-on, welche Dateien ihr austauscht. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich auch einen Game-Data-Ordner habe. Den müsst ihr einfach nur rübersetzen. Und da ich ja nur ein paar Dateien habe, die ersetzt werden müssen, ersetzt ihr die dann automatisch. Das müsst ihr natürlich dann bestätigen jeweils. Und dann habt ihr so viel Action so wie ich. Auch im Singleplayer-Modus. Und danach, wenn ihr auswählen dürft, den Singleplayer fertig habt, den Trailer erledigt habt, könnt ihr auf diesen Endlosschleife-Spiel gehen, bis ihr nicht mehr wollt, so wo ich jetzt drinne bin gerade, ja. Und könnt nochmal reichlich Action erleben. So, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch was, euer Chucky Baby und tschüss.